Es wird noch grüner bei den Sims. Nachdem sich der gestern erst aufgetauchte Leak zum kommenden Sims 4 Erweiterungspack als Fake herausgestellt hat, hat nun EA angekündigt, das wahre Thema des Erweiterungspacks zu veröffentlichen. Und zwar in einem heute online gehenden Video. Das Ganze ist jetzt schon als Premiere auf dem The Sims YouTube-Kanal angekündigt und soll um 17 Uhr öffentlich geschalten werden. Der Titel des Videos ist How Green is Your Plumbob? Also, wie grün ist dein Plumbob? Und das Ganze soll sehr ökologisch angehaucht sein. Das Thumbnail des Videos zeigt ein Windrad, beziehungsweise zum jetzigen Zeitpunkt eine Art Silos oder Wassertanks. Also das Bild hat sich jetzt nochmal verändert. Okay, es sind gerade noch 3 Minuten bis zur Premiere des Teasers und ich bin schon mega aufgeregt. Was gerade so ein kleines Highlight für mich ist, das Video hat einfach schon mal 8904 Likes und 93 Dislikes und das obwohl noch nicht mal irgendwas online gegangen ist. Ich meine, man kann ungefähr abschätzen, was für eine Thematik es haben wird. Aber so genau kann man es halt trotzdem nicht sagen. Ich hoffe, hoffe, hoffe auch bis zum Schluss noch darauf, dass sie irgendwie Farmleben integriert ist. Ich hätte mir das so sehr gewünscht. Ich habe mir auch schon die Kommentare durchgelesen. Die Meinungen sind sehr gespalten in den Kommentaren. Auf jeden Fall kann man die Enttäuschung deutlich spüren, dass der Leak ein Fake war. Ich bin aber auf jeden Fall schon gespannt, was ich in diesem Teaser alles sehen werde. Denn nur ökologischer Fußabdruck wäre für so ein ganzes Erweiterungspack ein bisschen zu wenig. Also da muss es auf jeden Fall mehr Inhalt geben. Oder zumindest hoffe ich, dass es auf jeden Fall mehr Inhalt gibt. Und das war auch so der allgemeine Tonus in den Kommentaren, dass man darauf hofft, dass da auch noch ein bisschen Farmleben integriert ist. Die letzten 10 Sekunden laufen hier gerade ab und ich bin schon mega neugierig. Das hat gerade richtig nochmal die Spannung on top aufgebaut. Der Timer war echt cool gemacht. Oh! Die sehen krank aus. Ah, der Fliegentod aus Sims 2 kommt zurück. Okay. Wir haben große Umweltverschmutzung. Erinnert mich gerade ein bisschen an Stranger World. Recycling. Okay. Leben ohne Strom, würde ich sagen. Sie wählen irgendwas. Okay, hier haben... Okay. Okay, okay, okay. Küken. Und Robotik? Aber Robotik gab es schon, soweit ich... Ja, sicher gab es Robotik schon. Okay, sie hat die ganze Umweltverschmutzung eingesaugt. Wir haben Solarenergie. Okay, also man kann die Welt von ihrer Verschmutzung befreien sozusagen. Man kann die Luft reinigen. Okay, ich habe Küken gesehen. Und das kommt Anfang Juni raus. Das deckt sich mit dem, was ich gelesen habe in einem Artikel. Ich will nur kurz nochmal zurückspringen zu den Küken. Ich muss mir das nochmal ansehen. Also es sieht sehr grün aus hier und die pflanzt noch so ein paar Sachen an. Aber Gärtnern ist ja in Sims 4 jetzt nichts Neues. Wir haben hier Küken. Das scheinen die einzigen Tierchen zu sein, die hier mitkommen. Okay, wir haben zwar kein Farming-Pack bekommen, aber wir haben wenigstens Küken. Die gab es ja in Sims 3 auch schon. Und ich würde sagen, das ist mal ein kleiner Anfang. Er lässt auf mehr hoffen. Ja. Ja, okay. Ich muss ja ehrlich sagen, es haut mich jetzt nicht so wirklich um. Also wenn man diese ganze Umweltschützerkarriere nicht spielen will, die ja hier ein sehr großer Punkt zu sein scheint, wie schon dieses Müll aus dem Meerfischen in Sulani. Aber wenn man das nicht spielen will, dann fällt schon wieder ein sehr großer Teil des Packs weg und es kommt zwar eine neue Nachbarschaft. Aber das war's dann auch schon. Und diese Solarenergie-Panels und das alles ist ja ganz nett, wenn man in die Richtung spielen will. Aber so wirklich viel Inhalt, was so ein ganzes Erweiterungspack rechtfertigen würde, kann ich aus diesem Teaser jetzt irgendwie nicht raussehen. Okay, also es kommt auf jeden Fall, denke ich, irgendeine Art Krankheit dazu. Die hat am Anfang gehustet.
Der Fliegentod aus Sims 2, der wahnsinnig iconic ist, scheint auch zurückzukehren. Wir haben Windräder, Solarpanels, alles mit erneuerbarer Energie, können viel Zeugs anpflanzen, was wir davor auch schon konnten, also ist egal, das zu erwähnen. Wir haben Küken, scheinbar irgendeine Erweiterung für Robotik. Und ja, eine neue Nachbarschaft. Und ich glaube, irgendwas können wir auch wählen. Und natürlich Kerzen herstellen. Das ist so ein kleines bisschen untergegangen. Finde ich aber eigentlich auch richtig cool. Ich liebe Kerzen. Aber das hat, ja, das ist irgendwie so ein bisschen von meiner Enttäuschung überlagert worden. Aber das war soweit alles, was ich da jetzt gesehen habe, was irgendwie neu wäre. Und es ist zwar nur der erste Teaser, aber es kommt mir gerade so ein bisschen wenig vor für ein ganzes Pack. Also ich bin ehrlich skeptisch und nur von dem Stand, den ich jetzt hätte, würde ich es mir kaufen. Also Kaufargumente für mich wären der Fliegentod und dass es Küken gibt. Alles andere überzeugt mich gerade nicht, muss ich sagen. Ich meine, man wird in Zukunft sicher noch mehr Infos bekommen, was sonst noch so drin ist und dergleichen. Aber vom jetzigen Standpunkt aus bin ich schon ein wenig enttäuscht. Und wenn ich jetzt wählen müsste zwischen dem geleakten Pack und dem Pack, das es tatsächlich ist, dann hätte ich mir das geleakte, falsch geleakte, fake geleakte Pack mehr gewünscht als das wir tatsächlich bekommen. Ich werde jetzt auch gleich mal schauen, was so die Kommentare hier sagen. Schreibt mir doch gerne in meine Kommentare, was ihr so davon haltet. Seid ihr enttäuscht? Findet ihr es super? Was ist eure Meinung zu diesem ersten Teaser, zu dem Pack, das wir bekommen werden? Ich bin wahnsinnig neugierig, was ihr dazu sagt. Ich habe hier auch diesen Artikel von extratime.media. Hier wird auch schon mal gesagt, dass das im Juni released wird. Und hier hatten wir auch schon so eine erste Beschreibung. Die wurde nachträglich wieder entfernt auf der offiziellen EA-Seite. Und da stand übersetzt jetzt: Seid ihr bereit dafür, dass eure Sims Einfluss auf ihre Welt nehmen? Zieht ihr in eine Community von Erschaffern, die zusammenarbeiten, Erfindern, Erschaffer, also die haben ja Sachen erfunden, Kerzen gebastelt und so weiter. Also das ist so eine Community, die leben zusammen, die stellen zusammen Sachen her. Verändere die neue Welt Evergreen Harbor. Hilf deinen Nachbarn, verringere deinen ökologischen Fußabdruck und sieh zu, wie sich deine Nachbarschaft verändert. Du wirst überrascht sein, was passiert, wenn dein Sim anfängt, die Regeln zu machen. Also hier haben wir auch schon gleich ganz vor einer Sekunde ein ganz neues Kommentar, in dem sich jemand Sorgen macht, dass der Replay-Faktor nicht gegeben sein wird. Also dass man es einmal spielen will und dann nie wieder, so wie bei Stranger Will. Also du reinigst die Nachbarschaft einmal und es wäre immer wieder dasselbe. Das ist auch das, was ich mir vorhin schon gedacht habe. Wenn du das nicht spielen willst, dann hat das Pack einfach nicht so viel Inhalt. Und ja, das ist nicht so super. Ah ja, Leitern, die sind mir gar nicht so aufgefallen. Ich wusste gar nicht, dass es die in Sims 4 nicht gibt. Ich bin ja ganz neu bei Sims 4. Ich stimme hier mit Potato Underline Plebrule überein. Der, die denkt, das ist kein Expansion Pack, das ist ein Game Pack. Ich bin derselben Ansicht. Also zumindest beim jetzigen Stand. Ich habe jetzt noch ein bisschen in den Kommentaren gestöbert. Die Meinungen sind sehr gespalten. Einige finden es richtig cool und freuen sich schon und andere sind eben sehr enttäuscht. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass ich nur negativ über das Pack denke. Es scheint auch ein paar interessante Sachen zu geben und man weiß ja auch noch nicht alles, was drin vorkommt. Ich bin aber noch nicht sehr überzeugt davon, muss ich sagen. Und ich würde es mir vom jetzigen Stand auch wahrscheinlich eher nicht kaufen. Ich bin gespannt, was wir in Zukunft noch über dieses Pack erfahren werden. Jetzt war es das aber erstmal für heute. Ich hoffe, euch hat das kleine Video gefallen. Bin schon sehr gespannt auf eure Meinungen in den Kommentaren. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da. Ich freue mich auch immer, wenn ihr meinen Abo-Button befruchten wollt. Und ansonsten sage ich erstmal Tschüss. Wünsche euch eine schöne Zeit, bis wir uns hoffentlich wiedersehen. Bye-bye.